Heute an einer ganz speziellen Premiere, sogar in der Schweiz, in Basel. Nothing zeigt sein erstes Smartphone, das Phone One. Und ja, speziell ist es, weil es eben das erste Phone ist, spezielles Design. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die hier, an diese Kopfhörer. Transparent, die habe ich letzten Sommer getestet. Die ersten Kopfhörer, das erste Produkt von Nothing. Riesenhype, hat mir damals sehr gut gefallen im Test, weil ja, sie sehen ein bisschen anders aus wie alle anderen mit dem Transparenten und sie sind qualitativ sehr, sehr hochwertig und das für 100 Franken damals, inzwischen 85 Franken. Immer noch sehr empfehlenswerte Kopfhörer. Jetzt kommt quasi das passende Smartphone dazu. Ein totaler Hype, ob zu Recht oder nicht, das werden wir sehen. Ein Hype ist es, weil eben der ehemalige OnePlus-Gründer Carl Pei dahinter steckt und auch ganz viele prominente Investoren, wie zum Beispiel YouTube-Star Casey Neistat. Bin gespannt, wir werden uns heute das Gerät zumindest optisch mal anschauen können. Kleine Party hier auf dem Schiff an der Art Basel und später geht es weiter. Ich weiß, hier hinten hier in dieser Box, da steckt schon ein Gerät drin. Ich habe da was Schönes. Wow, so viele Features. Haben wir es nun, das neue Nothing Phone 1. Hier ist es, wir dürfen es leider nur im Glaskasten momentan bewundern, nur das Design, nur von hinten. Es gab eine, ja, doch einigermaßen beeindruckende Show hier im beliebtesten Club in Basel. Viel Licht, ein bisschen was und dann gab es das Reveal des Designs und wir können es uns hier anschauen. Was fällt uns auf? Weiße Rückseite. Ich habe aber unten gehört, es könnte auch noch eine andere Farbe geben. Schwarz würde zum Beispiel dem Gerät sicher auch gut stehen. Und eben transparente Rückseite. Man sieht ein bisschen rein, wo zum Beispiel das drahtlose Laden dann stattfindet. Man sieht die LED-Lichter, das ist was ganz Besonderes, das andere in dieser Form, in dieser Üppigkeit quasi nicht haben. Man sieht gewisse Bauteile. Ja, es ist optisch sicher sehr, sehr unverwechselbar, unverkennbar und das soll das Phone ja dann schlussendlich auch ausmachen. Sie wird erst im Juli, 12. Juli, richtig vorgestellt mit allen technischen Details. Das heißt, wir wissen vieles noch nicht, was wir wissen. Es gibt einen Snapdragon-Prozessor, welchen ist allerdings noch unklar. Es gibt die transparente Rückseite, Aluminiumrahmen, drahtloses Laden. Und sie sagen No Chin, das heißt vorne soll unten beim Display kein dicker Rand zu sehen sein. Wie es damit aussieht, werden wir sehen. Was wir auch schon wissen ist, dass das Betriebssystem speziell angepasst wurde, Android auf in diesem speziellen Punktdesign von Nothing sieht auch ziemlich speziell aus. Sicher ein außergewöhnliches Smartphone, würde ich sagen. Optisch erinnert es ein bisschen an alte iPhones, was aber nichts Schlechtes ist. Und gerade mit der Rückseite ist es wirklich eigentlich unverkennbar. Es gibt nur ein solches Phone. Ich bin gespannt, ob das so ein großer Erfolg wird. Wir Kopfhörer, die sich noch insgesamt sehr gut verkaufen, auch bei uns in der Schweiz. Wir wissen noch nichts über den Preis, werden alles in den nächsten Wochen dann erfahren und wir bleiben dran und schauen uns dann sicher auch intensiv das Nothing in einem Test an.